Hallo und herzlich willkommen bei 6 Minuten Jura. Heute soll es um einen Fall aus dem täglichen Leben gehen. Wir haben gestern auf einem Parkplatz dieses Schild hier gesehen und wollen das zum Anlass nehmen, mit Professor Lange darüber zu sprechen, was es rechtlich damit auf sich hat. Hallo auch von meiner Seite. Da haben Sie mir hier ein tolles Problem mitgebracht. Juristisch geschult, wie wir sind, wissen wir, dass wir an die Lösung systematisch herangehen müssen. Und dazu gehört zunächst zu überlegen, worum es geht. Das Stichwort lautet hier Vertragsstrafe. Die Vertragsstrafe ist in den Paragraphen 339 folgende BGB geregelt und setzt das Bestehen eines Schuldverhältnisses zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger voraus. Wir müssen also zwei Fragen klären. Erstens, wie entsteht bei der Parkplatznutzung ein vertragliches Schuldverhältnis? Und ist zweitens die Vertragsstrafenvereinbarung wirksamer Vertragsinhalt geworden? Wenden wir uns Frage 1 zu, also einem möglichen Vertragsschluss zwischen dem Betreiber als Gläubiger und dem Parkplatznutzer als Schuldner, auf den sich sodann die Vereinbarung einer Vertragsstrafe beziehen muss. Bekanntermaßen benötigen wir nach § 145 und 147 BGB zwei korrespondierende Willenserklärungen, Angebot und Annahme. Beide können auch konkludent abgegeben werden. Das Angebot des Parkplatzbetreibers liegt hier in Form einer Realofferte unproblematisch vor. Der Betreiber gestattet die Nutzung des Privatgrundstücks zum kostenpflichtigen Parken und bringt diesen Willen durch das Aufstellen des Schildes objektiv zum Ausdruck. Fährt nun ein Fahrer mit seinem Wagen auf den Parkplatz, nimmt er das Angebot konkludent an. Es kann angenommen werden, dass der Fahrer unser Hinweisschild im Vorbeifahren registriert und dessen Inhalt gebilligt hat. Aus objektiver Sicht eines verständigen Dritten, und auf den kommt es ja an, wird damit erkennbar, dass sich der Fahrer vertraglich binden wollte. Deshalb können wir hier auch von einem Rechtsbindungswillen ausgehen. Der Zugang dieser Willenserklärung wird nach § 151 Satz 1 BGB als entbehrlich angesehen. Jetzt wissen wir also, wie der Vertrag zustande kommt. Kommen wir nun zur Beantwortung der Frage 2, also ob die Vertragsstrafenvereinbarung wirksamer Vertragsinhalt geworden ist. Sowohl die Parkplatzbedingungen, wie etwa die Tarife oder unsere Vertragsstrafe als Sanktion sind rechtlich AGB, also allgemeine Geschäftsbedingungen. Das ist hier offensichtlich, denn es handelt sich um für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die der Parkplatzbetreiber als Verwender jedem Fahrer bei Abschluss des Vertrages stellt. Damit gelten für die Einbeziehung die § 305 folgende und für die Inhaltskontrolle die § 307 folgende BGB. Zur Wiederholung sehen Sie sich bitte meine beiden Filme zum AGB-Recht in dieser Playlist an. Wir müssen also zwei Punkte getrennt voneinander untersuchen. Das sind erstens die als AGB ausgestalteten Parkregeln. Sind sie wirksamer Vertragsbestandteil und hält die Vertragsstrafe zweitens eine Inhaltskontrolle stand? Kommen wir zum ersten Punkt. Nach § 305 Absatz 2 Nummer 1, Variante 2 BGB, werden die Regeln nur dann Vertragsinhalt, wenn auf sie durch einen deutlich sichtbaren Aushang an der Einfahrt in den Parkplatz hingewiesen ist. Ist das hier der Fall? Alles klar. Das Schild ist von Weitem erkennbar, der Vertragsstrafenhinweis ist gut lesbar. Gestaltung, Größe und Platzierung des Hinweisschildes sind nicht zu beanstanden. Die Kenntnisnahme im Vorbeifahren mit angepasster Geschwindigkeit ist unproblematisch möglich. Zum zweiten Punkt. Die Klausel ist an § 307 BGB zu messen. Sie muss also klar verständlich formuliert sein und darf den Parkenden nach ihrem Inhalt nicht entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Auch muss sich die Höhe der Vertragsstrafe in einem angemessenen Rahmen bewegen. Hier kann jeder Fahrer bereits bei Vertragsschluss erkennen, welches Haftungsrisiko auf ihn zukommt. Die Klausel ist nicht intransparent. Der BGH hat zu einer Strafe in Höhe von 30 Euro übrigens festgestellt, dies stelle ein geeignetes und angemessenes Druckmittel dar, um Fahrzeugführer von widerrechtlichem Parken abzuhalten. Sie sehen also, das Jurastudium ist gar nicht so theoretisch,
wie gelegentlich behauptet wird. Abschließend noch ein letzter Tipp. Schauen Sie sich dazu einmal das Urteil des BGH vom 18. Dezember 2019, Römisch 12 ZR 13 aus 19 an. Denn die Thematik des missbräuchlichen Benutzens von privatem Parkraum ist immer klausurträchtig. Danke fürs Zuschauen und auf bald bei 6 Minuten Jura.